Willkommen bei der Frankfurter Stumpe. Heute mit dabei der Michael. Hallo. Der Olli. Gute. Und ich bin der Andi. Michael. Ja. Was brauchen wir denn heute? Mann. Also auf der Bauchbinde steht Robusto Estrella. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir sie zugesendet bekommen haben. Und von wem, musst du uns sagen? Ja. Und zwar erstmal, das ist von der Fabrica de Tabaco Estrella aus Ponta Delgada auf den Azoren. Jetzt weiß ich Bescheid. Und die haben wir von unserem lieben Freund und netten Zuhörer Timo bekommen von Ackermann Wein Events, der uns einen schönen Brief geschrieben hat. Bei YouTube sieht man es mal ganz kurz, wie der zumindest von Weitem aussieht. Treuer Zuhörer und hat uns als Ansporn quasi mal die Zigarre zugesandt, die es auch so nicht in Deutschland gibt. Mhm. Und haben wir gedacht, die checken wir doch direkt heute mal aus. Mhm. An der Stelle vielen lieben Dank, freut uns, dass dir der Podcast gefällt und noch viel lieberen Dank für die Zigarren. Jo, danke. Dankeschön. Und wir haben auch schon angefangen, sie zu rauchen. Und ich muss sagen, ich glaube, wir sind alle positiv überrascht. Ne? Ja. Guter Zug. Guter Abbrand und hat so was ledrig-heuiges, finde ich, am Anfang. Also echt ausgewogen auch so vom Geschmacksprofil. Wobei von außen sah die ein bisschen robust aus, gell? So was die Verarbeitung angeht. Ja, robust. Ja. Und auch relativ hart, ne? Ja, stimmt. Aber hat gut angefangen, muss man sagen. Ja, muss man echt sagen, ja. Und ist echt so eine Asche, wenn man sie jetzt sehen könnte. Also meine zumindest ist wirklich schön weich und sehr gleichmäßig. Ja. Also manchmal hatten wir auch direkt am Anfang so ein flockige Bündel. Ja. Das hier, schönes Ding. Ja, finde ich auch. Man weiß gar nicht, was sie kostet, gell? Weil gibt es hier nicht. Ich habe sie auch nicht so weit großartig gefunden. Aber coole Zigarre erstmal für den Anfang. Ja, auf jeden Fall. Macht einen guten Eindruck erstmal. Ja, was geht ab, Jungs? Ja, der normale Wahnsinn, ne? Das Wetter wird besser. Das Grillen wird öfter und zwar auch draußen natürlich auch viel öfter. Ja. Ja. Ja, ich ertappe mich dabei, fast jetzt täglich wieder zu rauchen. Okay. Aber nur, ich rauche noch drinnen tatsächlich die ganze Zeit. Ja, ich bin oft draußen. Wobei ich muss sagen, die Woche war es teilweise so ein mieser Wind. Mhm. Ja. Ich merke dann immer, ich bin ein bisschen pinzig, was die Hände angeht. Mhm. Wenn ich dann draußen sitze und rauche und habe natürlich ständig die Hände im Freien, weil Zigarre und so weiter und dann werden die unangenehm kalt. Mhm. Aber scheißegal, ja. Wie man so schön in Frankreich sagt, same shit, different day. Ich habe mich die Woche relativ viel wegen zunehmend Freizeit viel auf YouTube rumgetrieben. Mhm. Ich habe was Interessantes gesehen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es läuft doch schon seit einem halben Jahr diese Bushido Arafat Abu Shaka Gerichtsprozess. Mhm. Oh, ja. Wir haben es auch irgendwann schon mal als Thema gehabt, so ganz am Anfang, glaube ich. Ja. So lange ist es schon her. Ja. Und da hat was, verfolgt ihr das ein bisschen? Ja, wobei ich jetzt nicht aktuell was mitbekommen habe. Bilateral immer mal, wenn es mal irgendwo erwähnt wird. Mhm. Bilateral? Geiles Wort. Wow. Ihr beide. Macht gar keinen Sinn, gell? Hauptsache mal ein Fremdwort reingeschmissen. Genau. Man hört immer mal hier und da was. Ja. War irgendwie, letzte Woche war 27. Prozesstag. Mhm. Man will gar nicht wissen, was das in Steuerzahler kostet, die Scheiße, gell? Plus, dass der Kollege Bushido 24-7 LKA Personenschutz seit 3 Jahren irgendwie genießt. Scheißegal, darum geht's mir gar nicht. Was ich ja gesagt habe, YouTube. Und zwar, ich weiß nicht, kennt ihr Ruth? Ja. R-O-O-Z? Ja. Olli, kennst du den auch? Namen, ist so aus der Hip-Hop-Szene, ich sag jetzt mal, Journalist, Querstrich, Medienmacher, Querstrich, Laberbacke. Auffällige Frisur. Auffällige Frisur. ist eher ein bisschen zwergenhaft geartet, von der Größe her. Und ist der Bruder von Sinan G., ein relativ bekannter Rapper. Scheißegal, was der auf jeden Fall macht. Und das ist so eine Unart, die nicht nur er macht, sondern die ist mir generell in den letzten Jahren aufgefallen. Es gibt immer diese Reaction-Videos. Mhm. Kennt ihr das? Mhm. Wo irgendwelche Leute auf irgendetwas reagieren. Mhm. Auf irgendwas. Mhm. Ja? Und er macht es am laufenden Band. Ist jetzt mal dahingestellt, aber auf jeden Fall ist es so ein bisschen Ruth gegen Bushido. Ja? Weil er hat sich schon auf den eingeschossen. Okay. Und ist dann vor einer Woche oder anderthalb so ein bisschen eskaliert, weil sein Bruder, dieser Sinan G, hatte einen Autounfall gehabt, einen relativ schweren, das sah auch gar nicht so gut aus, gell? Das ging dann mal kurz, oh ja, hier ist bewusstlos, Krankenhaus, also man wusste nicht genau, scheiß Situation auf jeden Fall, gell? Und er kam dann ins Krankenhaus und zeitgleich quasi
hat das neue Bushido-Signing Animus hat so ein Diss-Track gegen Sinan G und Ruth rausgehauen. Okay. Und es war natürlich halt irgendwie uncool, so, man weiß nicht, überlebt er überhaupt, gell? Dann kommt so ein Diss-Track und dann ist Ruth mal kurz in seinem, der macht immer so ein Twitch-Live-Chat, explodiert emotional, gell, und hat ja so wie sie ausgelassen. Okay. Das war jetzt nur so die Spitze des Eisberges. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, der kommentiert immer den Gerichtsprozess. Mhm. Was ja erstmal nicht verwerflich ist. Aber ja. der wird ja nicht aufgezeichnet, der Prozess, oder? Der wird nicht aufgezeichnet, er liest immer, kennt ihr Watson? Also Watson.de? Nee. Nachrichtenportal also, und so weiter, ja. Wird glaube ich von IBM ist es initiiert. Und ein ehemaliger Hip-Hop-Redakteur, Oliver Marquardt heißt er, der hat früher bei Rap.de gearbeitet, kommentiert den Gerichtsprozess. Okay. Er ist als Presse auch vor Ort irgendwie und Ruth liest es dann immer so vor, mhm. ja, was der geschrieben hat, so Prozesstag, bla bla. Aber natürlich extrem tendenziös. Mhm. Ja, also, und das geht so einher mit diesen Reaction-Videos, gell? Was mir sauer aufstößt, ist, mir geht es gar nicht um Bushido, ob man den mag, ob man den nicht mag, ob der Gerichtsprozess pro, contra ist, darum geht es gar nicht, aber mir geht es immer so darum, diese Leute arbeiten quasi wie Journalisten, sind aber keine Journalisten, bemühen sich auch nicht um Objektivität, sondern lassen natürlich komplett ihren Sermon irgendwie da so mit einfließen, mit persönlicher Meinung und allem hin und her. Ja. Und der Typ hat natürlich auch seine Fans, ja. Und denke ich mir immer, ey Mann, das tut der ganzen Szene einfach nicht gut, wenn da ständig Staub aufgewirbelt wird und hier wird geschossen, da wird geschossen, gegen den, gegen dies und ja, also mir geht es einfach tierisch auf den Sack. Aber es kennzeichnet ja. So ein bisschen die Hip-Hop-Szene ja im total. Endeffekt, ne? Das ist ja so dieses Beef-Ding und ja. So und schön polarisieren, das ist ja, das gehört ja echt irgendwie leider mit dazu und ich glaube auch, dass die Fans das im Endeffekt wollen leider. Ja. Ja, dass da so ein bisschen Action ist, irgendwie so ein bisschen ja, total ätzend. Aber diese Reaction-Videos, die gibt es ja nicht nur im Hip-Hop, die gibt es ja überall auf YouTube. Ja, und ich glaube, dass es auf jeden Fall auch so ein bisschen daher kommt, zumindest bei einigen, weil die damit das Copyright umgehen. Also das ganz oft auf YouTube, wenn du irgendwelche Serien zum Beispiel gucken willst, die es hier in Deutschland nicht gibt, oder ja, irgendwo so Ami-Serien oder so, dann so nach der Ausstrahlung laufen die auf YouTube, aber du hast halt ich reagiere zu. Ja. Und dann kannst du die Serie gucken, weil du es ja verfremdest künstlerisch sozusagen, dann fällt es irgendwie nicht mehr unter Copyright und YouTube löscht es nicht mehr. Und dann hast du halt immer so ein kleines Fenster mit irgendeinem so Kerl da oben drin. Ja, ja. Und, der dann Scheiß von sich gibt. Ja, der dann so alle Minute mal aha, mhm. Oder weißt du, so halt. Das ist der journalistische Mehrwert. Ja, ja so ja. Irgendwie. Ja. Nee, aber ich, also die Reaction-Videos, die ich mal angucke, da sind auch ganz oft Leute, die kommentiert es dann wirklich. Mhm. Ja? So ist, also bei Serien habe ich es mir noch nie angeguckt, aber ganz oft bei Musikvideos gibt es das ja, ja. Es kommt irgendein neues Musikvideo von irgendjemand raus, du kannst darauf zählen, ja, dass ja. Eine Stunde später sind die ersten 5 Reaction-Videos da draußen, wo irgendein Typ irgendetwas darüber erzählt. Ja. Ja? Und ich denke mir immer so, was soll das eigentlich? Ja, ja. Also warum? Und die haben teilweise wahnsinnige Klickzahlen. Ja. Irgendwelche Typen, die auf irgendetwas reagieren, denk mir immer, da sitzt irgend so ein Schwachmat und warum interessiert mich, was der Typ über dieses Video denkt? Das wäre was anderes, wie wenn jetzt, es kommt ein neues Eminem-Video raus und es gibt eine Reaction von Dr. Dre. Mhm. Dann würde ich sagen, okay, krass, hör ich mir mal an, was der dazu zu sagen hat. Gell? Aber irgend so ein Typ, John Doe, der irgendwo rumhockt in seinem Kinderzimmer gell, und irgendwas darüber erzählt und ich denke mir so, warum? Warum interessiert mich, was irgendjemand... Entweder feierst du das Musikvideo oder nicht. Ja? Mir aber dann von einem Musikvideo eine Reaktion drauf anzuschauen, das verstehe ich nicht. Ich wollte gerade ketzerisch sein, aber mit dem letzten Satz hast du mich fast umgestimmt. Das ist ja das Gleiche wie, warum sollte sich jemand ein Zigarren-Review-Video angucken? Aber ich finde, das ist was anderes. Das ist was anderes, ja? Weil die es vielleicht nicht geraucht haben und man dann wirklich auch mitteilen kann, wie schmeckt die, lohnt genau. Sich überhaupt. Ja. Und sonst, aber das Musikvideo hast du natürlich frei zur Verfügung, kannst es eh gucken und ja. Da brauchst du nicht irgendeinen Idioten, der... Voll, ich verstehe auch, wenn jemand zum Beispiel eine Kritik von einem Kinofilm, ja, das ist ja normales journalistisches Medium, gell? Es gibt eine Kritik zu irgendwas, ja, kann man jetzt mögen oder nicht. Manche Leute sagen ja, ich lese mir generell keine Kritiken durch. Ja. Egal, ob es Filme sind oder Alben oder sonst irgendwas. Aber da verstehe ich die Intention. Ja, ja. Ja? Jemand, der vom Fach ist, vermeintlich, ja, hört sich oder schaut sich etwas an oder in dem Fall raucht eine Zigarre
und gibt dann seinen Kommentar dazu ab, ob man das dann gut oder schlecht findet, aber ich verstehe das. Gell? Aber ein Reaction-Video auf ein Musikvideo, das 2 Minuten geht, was soll das? Nur um dann seinen eigenen Bullshit mit einzuarbeiten, gell? Da sind wir wieder bei diesem Tendenziösen. Ja? Das ist so, okay, ich mag Bushido nicht als Beispiel, deswegen mache ich ein Reaction-Video auf sein Musikvideo, um es dann zu zerreißen. Das fände ich ja sogar fast noch löblich, in Anführungsstrichen, auch, also wenn ich es jetzt persönlich nicht feiern würde. Aber ich habe so das Gefühl bei diesen Sachen, es geht nur darum, Content zu kreieren und Ja, Klickzahlen zu haben. Und gar Klickzahlen. nicht darum, ach, mag ich Bushido oder nicht. Hauptsache ich erzähle irgendeinen Bullshit und krieg irgendwie Klicks. Oftmals Das ist ist es so. wahrscheinlich nicht mal die Meinung von dem, sondern der Ja? labert einfach nur das, ich sag mal jetzt dahingestellt, das, was die anderen hören wollen. Genau. Und Follower. Genau. Entweder schön Klickzahlen. kontrovers oder Ja, schön so. ja. Und das finde ich halt so super lahm, weil, ey, das hat dann so überhaupt keinen Mehrwert mehr. Ja, Springen aber ganz viele drauf an. Und es ist noch ganz oft diese, manchmal bei YouTube hat man dann die Thumbnails, gell, die schon was. Und das mit zum Beispiel auch, bleiben wir nochmal bei diesem Ruth, gell, gab es so ein Video, da war irgendwie Arafat Abu Shaka in einem, in so einem, in diesem, wie heißt es, Clubhouse, die neue App, ja, im Clubhouse-Chat, und in dem Thumbnail steht dann sehr privat, ja. Und ich denke mir dann so, wie privat kann es sein, wenn ein Arafat Abu Shaka es in einem Clubhouse-Chat von sich gibt, ja, und du es dann nochmal wiederverwertest? Wie privat ist das? Das ist so, als würde der Club stehen, Top Secret. Okay, Mann, wie top secret ist das, gell? Wenn es kein YouTuber sehen kann. Dann denke ich mir, das ist halt so Clickbait. Ja? Total, Am total. Ende ist halt irgendwo ein Bullshit drin verarbeitet, gell? Wo du denkst, ich habe jetzt einfach 20 Minuten meine Lebenszeit verschwendet, um mir das anzuschauen. Ja? Ich weiß nicht. Also, man kann natürlich sagen, man kann es einfach ignorieren, ich muss mir das nicht anschauen, wenn es mir nicht gefällt. Verstehe ich alles, Aber es ja? ist schon so eine Schwemme irgendwie. Aber man Das wird ist. halt. Man kommt, ich mache YouTube auf, ja, und man kriegt Vorschläge und da ist irgendeine Scheiße drin. Und ich habe mir so, ey, der scheiß Algorithmus funktioniert nicht, weil ich will die Kacke nicht sehen. Ja. Aber es ist halt einfach da, warum? Was natürlich auch viele Klickzahlen hat, ja, dann automatisch in den Vorschlägen drin ist oder in den Trending-Charts irgendwie. Gell. Hört doch auf mit dem Scheiße, Mann. Interessiert doch kein Schwein, was er zu irgendeinem Musikvideo denkt. Ja, So, ist echt anstrengend. Ja, einmal. gebe ich dir vollkommen recht. Runtergeflamed. Ja, das ist so dieses YouTube-Algorithmus-Ding. Ich meine, die Leute versuchen ja wirklich irgendwie den Algorithmus zu knacken, in Anführungsstrichen. Und Ja. das hörst du ja ganz oft, wie beeinflusse ich den YouTube-Algorithmus, damit ich hochtrende und das. Ja. Also einfach. Ja, und das sind dann die Früchte davon, die YouTube Es irgendwie kann halt trägt, heute ne? jeder so ein YouTube-Video online stellen. Ja. Das ist halt das Ding. Ja, aber das hat das, also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich weiß, kann gar nicht sagen, wann diese Reaction-Videos angefangen haben, gell, aber es ist schon seit ein paar Jahren jetzt, wo das einfach die Runde macht, irgendwie. Und ich finde halt, in der Hip-Hop-Szene ist es extrem. Kann natürlich auch sein, dass ich mich, weil ich mich nicht in der Chess-Szene jetzt als beispielsweise tummele, aber jetzt so gefühlsmäßig ist es da schon extrem, irgendwie. Ja, ich überlege gerade, ich krieg nicht so viele Hip-Hop-Themen vorgeschlagen bei YouTube tatsächlich, weil ich halt einfach nicht, also nie irgendwelche Hip-Hop-Videos gucke. Ja. Von daher kann ich es bei Hip-Hop nicht einschätzen. Ich krieg's halt bei irgendwelchen anderen Serien. ja, Serien oder ich guck immer, was ist jemand kennt, Penn und Teller, Nee. so Zaubershow, Okay. so, das heißt Fool Us, weißt du, das ist immer so ein Zauberer irgendwie auf der Bühne und Ja. der versucht so zwei Zauberer, die relativ bekannt sind in Amerika und so weiter, mit einem Trick zu überzeugen und die müssen immer erraten, wie er den Trick gemacht hat. Und Okay. wenn er sie verarscht sozusagen und es hinkriegt, ne, dann kriegt er eine Trophäe und wenn nicht, dann halt nicht. So, Ja. ne? Und es ist immer ganz witzig, weil du halt so ein bisschen mitbekommst, auch wie funktionieren die Tricks. Sie sagen es natürlich nicht genau, sondern immer nur so andeutungsweise. Und bla. Also ich finde es halt einfach unterhaltsam, so ein bisschen, ne? Ja. Low cost, also das ist jetzt nichts Anspruchsvolles, aber ganz cool. Und solche Dinge. Und da kriege ich dann immer die ganzen Videos vorgeschlagen, wo es jemand dann erklärt und macht und immer und Okay. sowas alles Ja. irgendwie. Also es gibt es schon, glaube ich, in vielen Bereichen. Aber jetzt so bei, ja, es ist auch schon so eine Altersfrage. Ich glaube, Jazz und so, wo du es angesprochen hast, da wird es nicht passieren. Ich Also glaube das es halt auch weißt nicht, du, gell? ne? Nee, nee, nee. Kann ich mir auch nicht Das vorstellen. Klientel etwas älter, die werden da. Die denken sich, was will der Hansel mir da jetzt gerade irgendwie erzählen, weißt Gut, du? da wird wahrscheinlich öfter mal drunter stehen, gutes Ding oder eher nicht so gut oder mehr auch Ja, nett, aber ja. so ein Auskotzen gibt es da weniger. Ja, glaube ich jetzt auch irgendwie. Ja, das ist.
Ich meine generell, ich feiere es ja, ich sage jetzt mal neudeutsch hier Content Creator, gell? Mhm. Wenn Leute irgendwelche Inhalte schaffen und man findet die gut oder schlecht oder was auch immer, das ist ja scheißegal. Das feiere ich ja, gell? Leute sollen ihre Kreativität ausleben, was auch immer sie machen wollen. Wir machen das ja auch. Ja? Aber ich denke mir immer, so die Maxime müsste auch sein, ich schaffe irgendeinen Mehrwert. Ja, ja, genau. Ja? Also schaffe irgendetwas, was die Szene bereichert oder wie auch immer. Gell? Und das sehe ich halt bei diesen Reaction-Videos, sei es jetzt ein Roos, der auf irgendetwas reagiert oder auch in allen anderen. Ich sehe einfach nicht, dass da ein Mehrwert geschaffen wird. Ja, ja. Ich auch nicht. Abgesehen davon, dass die Macher sich halt daran bereichern. Ja. Genau. Ich glaube auch, das ist echt das einzige Ziel daran. Und das ist halt schade. Ich meine, ich bin gespannt, ob das irgendwie... Es kann ja eigentlich nicht langfristig funktionieren irgendwie. Es kann ja nicht nachhaltig sein, weil also irgendwann sagen die Leute ja, jetzt gucke ich mir zum 100. Mal irgendein scheiß Reaction-Video von XYZ an und so. Aber man weiß es natürlich nicht. Also wo ich es auch festgestellt habe, ist, kennt ihr Kevin Wolter? Sagt mir irgendwas, ja. So ein deutscher Fitness-Typ. Da gab es auch jetzt irgendwie so einen Riesenskandal, weil der hat den Sponsor gewechselt und dann gab es so einen Kleinkrieg zwischen Kevin Wolter und seinem ehemaligen Geschäftspartner. Ja. Und da gab es auch unzählige Reaction-Videos drauf. Okay. Ja. Ich habe mir dann das Original, quasi einen Originalbeitrag, wo er so sagt, ich wechsle meinen Partner und so weiter. War vollkommen behindert eigentlich, gell? Aber was ist da an Reaction? Also da fällt mir jetzt gerade auf, da gibt es auch in dieser Fitnessszene. Das ist, passt aber auch wie die Faust aufs Auge. Dass es da auch so ist. Ja. Da ist es auch. Ja. Und der Super-GAU war ja, das war so geil. Hatten wir auch schon mal, wir haben vor Monaten hatten wir das Thema Drachenlord gehabt. Ja. Erinnert ihr euch? Ja, ja. Weil Kevin Wolter war beim Drachenlord zu Hause. Echt? Ja, ja. Okay. Da ging's los, ey. Okay. Ach du Scheiße, das war eine richtige Katastrophe. Echt? Ja, warum? Als er da war. Weil null vorbereitet. Ja, also er wollte ihn interviewen oder was? Hat ihn interviewt, ja. Und okay. Er war bald bei ihm vor Ort, hat auch so eine Roomtour gemacht und ein bisschen mit dem geredet. Und hat gemerkt, halt, dieser Kevin Wolter, null vorbereitet. Von der Thematik, von der Problematik, die dort stattfindet, gar keine Ahnung gehabt. Okay. Ja. Einfach mit null Wissen einfach dahin gefahren. Und es haben ja schon ganz andere Leute probiert, da irgendwie tätig zu werden, warum auch immer. Ja, ja und danach ging es halt richtig rund. Ja. Dann haben die Leute, die den Drachenlord immer niedermachen seit Jahren, sind dann voll auf Kevin Wolter gegangen und auch seine Geschäftspartner. Da hat er so einen Sponsoring-Vertrag von so Nutrition-Typen. Mhm. Die haben dann auf Trustpilot und auf Google die ganzen Produkte von seinen Sponsoren komplett in den Keller gewertet. Nur noch so ein Stern. Mann. So. Was er Folgendes hat. Ja. Ja. Und nur weil halt so ein behinderten Move warst und sagst, ich fahr mal kurz zum Drachenlord. Ja. Ja. Das ging halt voll nach hinten los. Hm. Und da gab es halt auch einfach hunderte von Reaction-Videos. Ja. Und ich denke mir immer, okay, wenn mich doch das Thema wirklich interessieren sollte, ja, dann gucke ich mir doch den Originalbeitrag an und bilde mir meine Meinung dazu irgendwie und denke mir, ist das gut oder nicht, anstatt mir danach noch 10 Reaction-Videos anzuschauen, die allesamt mindestens genauso viele Klicks haben wie der Originalbeitrag. Mhm. Gell? Und du denkst ja so, ey, irgendwas. Ja, aber die Masse springt dann halt auf die Reaction-Videos anstatt auf das Original an. Ja, und haben dann so ihre Favorites, die sie immer hören, und springen dann gleich auf die Meinung mit an und geben noch ihren Senf dazu, und das macht ja alles nicht besser. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es das für die Leute einfacher macht, weißt du? Die kriegen was eingeordnet irgendwie, anstatt sich halt selbst einen Kopf machen zu müssen. Ja, ja. Ob sie das jetzt gut oder schlecht finden, es ist halt einfacher zu gucken. Ach so, alles klar, weißt du? Ist noch einfacher konsumiert. Es geht ja immer, der Trend geht ja immer, 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 immer weiter zu dem noch einfacher, noch lapidarer, noch nicht. Sag mir, was ich davon halten soll. Genau so irgendwie. Ja, ja. Aber bei dem Thema Bewertung hat mir gestern jemand was Witziges erzählt, oder so witzig ist es eigentlich nicht, wenn es stimmt. Ein Tabakgeschäft in Frankfurt, wo wir nicht regelmäßig einkaufen gehen. Ja, wo wir aber schon mal waren. Weiß ich nicht, ob ihr schon mal wart. Okay. Gehörte mal jemand anderem, jetzt gehört es jemand anderem. Nochmal jemand anderem. Naja. Es ist aber sehr kompliziert geworden. Sehr kompliziert, ne? Naja, also auf jeden Fall, die Story ist nicht kompliziert, einfach so. Die Freund von mir war da und hat mit der Besitzerin gesprochen,
eine Dame. Und die hat und weil irgendwann mal samstags einfach zu war, ne, und er da war, und dann hat er das nächste Mal gefragt, ey, warum war samstags zu und so? Und er meint, ja, läuft gerade nicht so gut und ne, auch Lockdown und so, und musste jetzt auch eine Kollegin entlassen und so, bla bla, so, also erstmal uncool. Und dann hat sie aber meint, ja, und hauptsächlich liegt es daran, weil meine Bewertungen bei wo auch immer, ne, die ganzen Bewertungsportale, komplett im Keller sind. Und dann wären bei ihr Leute aufgetaucht im Geschäft, die gesagt haben, naja, also das sind unsere Bewertungen da, die Ein-Sterne-Bewertungen. Wenn die wieder weg sollen, dann zahl uns aus. Ehrlich? Ja. Und das fand ich krass. Da habe ich mir gedacht, wow, okay, das sind so neue Mafia-Schutzgeldmethoden. Geil, ey. Ja. Boah. Dass das Leute machen, aber es ist gar nicht, also in Anführungsstrichen nicht blöd, ne? Du wertest einfach, also es gibt ja meistens nicht viele Bewertungen bei so Geschäften, ne? Dann hast du mal so 50 Accounts oder so, alles ein Stern, irgendwie so runtergewertet und gehst hin und sagst, ja, gib mir mal ein bisschen was. Und schon sind die Bewertungen wieder weg. Oder boah, gut. Ich wäre so froh, wenn die bei mir auftauchen würden, ey. Boah, das ist hart. Das ist hart, oder? Wenn das so stimmt, ne? Das war jetzt eine Story und du weißt ja nie, ne? Aber vorstellen kann man sich, ne? Das ist wirklich. Boah, das ist mies. Okay. Also jetzt mal scheißegal, ob man dieses Geschäft gut oder schlecht findet oder was auch immer, gell? Diese Praxis an sich, das ist einfach skandalös. Ja, klar. Ja. Das ist total krass, ja. Und krass. So einfach eigentlich, ne? Also du kannst es ja so einfach machen. Jeder könnte, also du brauchst halt ein bisschen kriminelle Energie und moralisch fehlgeleiteten Kompass irgendwie, aber, aber an sich, es ist schon krass, ja. Also wie einfach das geht, so ein bisschen in Anführungsstrichen Schutzgeld zu erpressen. Hart. Ja. Das ist hart, ey. Fand ich auch, ja. Und wenn du eh so ein kleines Business nur hast, ja. Gell, Das macht dich halt ganz schnell kaputt. Fertig. Kaputt, das, ja. Das ist Hardcore, gell. Ja. Zum Thema Schutzgeld fällt mir eine nette Story ein. Hast du welche erpresst? Ja, das ist aber schon Jahre her. Okay. Verjährt. Verjährt, deswegen kann ich auch nicht drüber reden. Nein, es ist tatsächlich schon ein paar Jahre her. Und zwar, und ich weiß gar nicht mehr, ich hatte irgendwas nicht bezahlt gehabt. Ich glaube, irgendeine Versicherung oder so. Aber ich weiß es gar nicht mehr. Scheißegal. Ja? Aber meiner Meinung nach gerechtfertigt nicht bezahlt. Mhm. Es war dann mehr so, ey, ich brauche hier Rechnung. Sag, nee, ich bezahle die nicht, weil Leistung nicht abgebracht. Irgend sowas. Mhm. Ja? Und ging irgendwie so um 200, 300 Euro. Ja? Und es ging so ein paar Mal hin und her. Und eines Tages klingelt es bei mir an der Tür. Ja? Und da stehen zwei Typen von der Tür. So die Marke 1,90 Meter groß und breit. Ja? Kassobüro. Genau. So russisch in Kasso-Style. Ja, ja. Ja, Herr Schnell, ich so, ja. Ja, wir kommen von Firma XY. Wir sind hier in Kasso, bing, bang, bum. Wann gedenken Sie denn, Ihre Schulden zu bezahlen? Ja? Und ich so, gar nicht. Ja, und die so, ja, warum hin und her? Und dann ging es so zwei Minuten hin und her, gell? Ja. Ich habe die dann einfach weggeschickt, ja. Aber da habe ich mir nur gedacht, ey, wenn da jetzt so ein kleines Mütterchen steht, ja, und da kommen zwei Typen und die sagen, hier, Frau Müller, Kohle, ja. Wann zahlen Sie mal Ihre Schulden, ja? Ja. Und dann denke ich, ach du Scheiße, bevor die mir jetzt die Wohnung ausrauben, bezahle ich lieber, gell? Ja. So, und da habe ich mir gedacht, was für eine absolute Frechheit, ist jetzt kein Schutzgeld, gell? Aber das ist so, diese Leute werden ja auch nicht gewalttätig, gell? Die machen es natürlich einfach durch ihre Aura und durch ihr Auftreten, durch ihr so ein bisschen aggressiv, gell? Wollen die Leute einschüchtern. Ja. Ja? Da hab ich mir gedacht, ey, was für Bastarde. Ja. Gell? Was für Bastarde, so zu versuchen, ans Geld zu kommen, was dir überhaupt gar nicht zu. Selbst mal dahingestellt, ob es dir zusteht oder nicht, gell? Das aber wissen die ja auch gar nicht. Das interessiert die nicht, ja. Oder dass die überhaupt ein Mandat dafür haben dürfen, dass es überhaupt möglich ist, dass irgendeine normale, legitime Firma vielleicht auch oder Versicherungsagentur, was auch immer, wenn die, klar, die hat jetzt Schulden oder du hast jetzt Schulden bei dir oder wie auch immer mal das sehen mag, ne? Das kannst du alles gerichtlich oder sonst was verhackstücken, aber doch nicht einfach die Firma, dass sie zu irgendeinem Inkasso-Ding geht und so, so, jetzt regelt das mal für uns. Ja. Ihr kriegt 50%. Ja. In vielen Fällen ist es schneller für die. Klar. Na, vor Gericht, Brief hin, her, dauert Monate, im schlimmsten Falle Jahre. Ja. So hast du da einen, der kriegt vielleicht sein Festgehalt und geht mal hin und die Hälfte der Leute springt halt drauf an und zahlt direkt. Das ist schon krass, ja. Aber das ist
Aber diese. Geschäftspraktiken, das ist ganz übel. Ja. Dieses Inkasso Moskau oder wie das heißt, das kennt ihr, diese TV-Reportage kennt ihr auch, oder? Ja, wo der, ja, das ist geil. Es, ja, das ist halt. Das ist schon brutal. Krass, ja. Ja. Also ich kann es verstehen, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Schulden hast bei irgendwas und wem, dass der da mal sowas schickt. Aber wenn es dann hier, keine Ahnung, 200, 300 Euro dann gleich so wie man da hinschickt. Naja. Stell dir mal vor, so Leute kommen. Ja, das kommt noch dazu, ne? Dass das Unternehmen sich überhaupt dazu herablässt, im Endeffekt auf so Methoden zurückzugreifen. Aber es wirkt halt, stell dir mal vor, wir sitzen in der Lounge. Und da gibt es genug Leute, die mehr so auf Schein machen und auf einmal tauchen zwei Jungs auf, die dem dann vor allen Leuten sagen, ja, also hier, ihr schuldet aber 200 Euro, ne? Und vorher machst du so, ja, Geld ist kein Problem. Ja, genau. Ah, herrlich, ja. Mann. Ja. Seid ihr dann schon der Zigarre? Ich finde die ziemlich gut. Ich finde die auch ziemlich gut. Legt ein bisschen los, also wird ein bisschen kräftiger, finde ich. Also bitzeln wir schon ein bisschen auf der Zunge. Nur leicht. Und also ich finde, bei meiner Zigarre ist der Lederanteil deutlich stärker geworden. Ist auch ein bisschen stärker geworden. Das ist so eine Würzigkeit, die ich so von Nicaragua-Zigarren habe. Weißt du, diese Würzigkeit, die man auf der Zunge so ein bisschen merkt. Ich merke das an der Lippe und an der Zunge. Ist so ein ganz sanftes Prickeln. Ja, ja. Genau. Das ist ja echt mal, wie gesagt, ich habe über diese Zigarre gar nicht recherchiert. Großartig. Ja. Das ist ja einfach mal ein Gesamt, woraus sie so besteht. Das stimmt, ja. Aber gut, manchmal kann man es auch einfach genießen, gell, ohne jetzt allzu viele Details zu kennen irgendwie. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine gute, ja. Was habt ihr denn sonst für die Woche geraucht? Ich habe so die Standards geraucht. Viele Vigias von Trinidad, so ein bisschen Upman, Royal Robusto. Ich habe mal wieder AJ Fernandez welche geraucht, was die denn? New World, Kamerun. Okay. Und ich habe mal wieder die Rocky Patel Grand Reserva geraucht. Oh, lange nicht mehr. Ja. Die war mal lange Zeit dein Daily Smoke. Mein absoluter Favorite, ja. Und dann hat sie irgendwie so ein bisschen was für mich verloren. Oder ich hatte sogar echt das Gefühl, die Tabakmischung ist anders geworden oder so, weil ich echt den Geschmack anders fand. Und jetzt habe ich sie wieder geraucht und die war echt gut. Vor allem habe ich sie als Robusto diesmal geraucht und ich stelle immer mehr fest, ich glaube, Robusto ist echt mein Format. Ehrlich? Ja. Also ich. Das ist so von der, vor allem vom Ringmaß her, ne? Das, ich habe immer so das Gefühl, da ist der Geschmack intensiver. Okay. Ja. Ich habe mir mal wieder eine alte Kiste, Oldschool geholt, Monte Cristo Open Master. Das ist ja auch so eine, die ich immer gerne geraucht habe. Da habe ich mir mal wieder eine Kiste gegönnt. Cool. Im Laden unseres Vertrauens, in der da wieder Flansch. Ja, die habe ich mal wieder geraucht. Auch mal wieder eine Kamerun von Rocky Patel. Die mit der blauen Banderole. Auch immer sehr lecker wieder. Du hast eine geile Story mit deinem Humidon gehabt, gell, Olli? Erzähl doch mal. Ja. Ich hatte in letzter Zeit immer wieder Zigarren, wo sich das Deckblatt abgelöst hat. Ich dachte, Fehlgriffe, keine Ahnung. Irgendwas mit den Zigarren. Und dann habe ich mir mal die Arbeit gemacht, meinen Humidor mal mit 9 Hygrometern zu bestücken. Und festgestellt, dass meine elektrischen Befeuchter mal locker 10% zu wenig anzeigen. Ja. Also sie zeigen an, es hätten mehr genug drin, aber dann kam raus, es waren maximal 55%. Boah, das ist halt schon krass, gell? Ich habe mich mal tot gekauft an digitalen und analogen Hygrometern, bis ich mal zwei gefunden habe, die wirklich das gleiche anzeigen und wo man auch sich drauf verlassen kann. Und ich hoffe mal, so in den nächsten Tagen, dass meine Zigarren sich erholen. Bin ich mal gespannt, ja. Meine elektrischen auf 79% gestellt habe und jetzt der Humidor 68 anzeigt, also. Okay. Ja, also kann man sich auch nicht mehr drauf verlassen, so nach Jahren. Scheinbar verlassen diese Dinger die Qualität. Ja, auf jeden Fall. Echt. Vor allem die analogen halt, ja. Ja, aber gut, so. Mal gucken, dass das wieder... Ich habe die Tage noch ein gesamtes Experiment eigentlich aus Zufall gemacht. Und zwar, ich habe ja unten bei mir im Wohnzimmer ist noch so ein etwas kleinerer schwarzer Humidor. Und da ist so ein digitaler Hygrometer drin, ja, der anzeigt Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Und der ist an eine der 5 Schubladen festgemacht. Und just in der Schublade, wo der Hygrometer festgemacht ist, liegen so ein paar Kubaner drin. Und die sind so langsam leer geworden, ich muss sie auffüllen. Das heißt, ich habe unten die Schublade rausgenommen, wo der Hygrometer befestigt ist, bin dann hier hochgekommen und habe, weil die Kubaner, die ich auffüllen wollte, sind hier in meinem großen Humidor. Und habe dann eigentlich nur, um sie irgendwo hinzulegen, habe ich die Schublade ganz oben bei mir den Humidor hingelegt und habe dann die Tür zugemacht. Und natürlich hat der Hygrometer von der Schublade dann natürlich die Luftfeuchtigkeit angezeigt, die im Humidor ist.
also im großen Humidor. Ja. Und dann habe ich festgestellt, dass das, was unten angezeigt wird, fast identisch ist mit dem, was oben angezeigt wird. Cool. Also komplett konsistent. Ja. Da habe ich schon so eine Minute vorgestanden, habe mich richtig gefreut. Gell? So, ja. Ach ja, geil. Funktioniert sehr gut. Ja. 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 Ja, das wobei der schwarze Humidor, der kleine, unten ja auch ein hochwertiger ist. Ne? Ja. Das, ja. Darauf kommt es halt einfach an irgendwie. Ne? Ist halt wirklich so, gell? Wenn du diesen China-Schrott kaufst, so, das hat halt echt keinen Taug. Diese analogen Hygrometer, die sind taugen echt nichts. Ah, neue Frisbees. Sowohl die Hygrometer als auch die Humidore. Du kannst auch so einen China-Humidor kaufen. Ja. Gell? Aber ey, das bringt es halt einfach nicht. Also gar nicht, wenn du hochwertige Premium-Zigarren hast, die du halt drin lagern willst. Gell? Dann kannst du es vergessen. Für Daily Smokes und so ist es vollkommen okay. Ja, das ist scheißegal. Das ist egal. Ich glaube, aber das, dann ist es dann echt am falschen Ende irgendwie gespart, wenn du dann so ein Billigding dahin stellst. Was halt echt nicht einfach nicht geil ist. Du musst ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Das ist das dann einmal gut angelegt. Und der ärgert sich halt im Nachhinein. Ja. Ja. Ja, die 6.000-7.000 Euro für so einen kleinen Humidor, wie er hier steht, das ist ja locker drin, ne? Ich würde gerade sagen. Das ist halt mal ein bisschen Brot weniger. Das ist genau. Gibt es noch Ramen? Ja, ja. Ramen-Nudeln. Ja. Nö, ansonsten war die Woche relativ chillig. Wir freuen uns ein bisschen an dem hoffentlich schöner werdenden Wetter. Mhm. Ein, zwei Mal den Smoker in Betrieb genommen und Gott einen guten Mann sein lassen. Ja. Ja, das ist richtig. Sehr gut. Bewertung, Zigarre? Fangen wir an. Ich gebe ihr... Gut, wir wissen den Preis nicht, das heißt, den können wir nicht mit einfließen lassen. Aber ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus, dass das 20, 30 Euro sind. Ja. Ich gebe ihr eine 7. Da würde ich mich anschließen. Schließe ich mich auch an. Passt. Weit über Durchschnitt? Weit über Durchschnitt, auf jeden Fall. Hat auch wirklich gut funktioniert, bis zum Ende. Jetzt, ja. Wir sind fast runter, gell? Ja. Abbrand von mir so, ja, jetzt nicht, wie sagt man, razor sharp, gell? Ja. Aber noch okay, ne? Alles. Ja, und hat die ganze Zeit, der Zug war okay, ja. Die Asche war okay, kann man echt nicht meckern. Ja? Ja. Schöne Zigarre, dafür, dass wir, ich glaube, es war unser erster aus den Azoren. Ja, definitiv. Ja? Ich wusste nicht mal, dass die überhaupt Zigarren haben. Nee, also ich auch nicht. Das macht natürlich Sinn, gell? So vom, wo die liegen. Ja. Geografisch. Stimmt schon, ja. Aber das ist so ein bisschen ähnlich wie, es gibt ja auch so Zigarren aus Gran Canaria und sowas, ja. Da war ich bisher auch immer vorsichtig, muss ich sagen. Irgendwie. Ja. Keine Ahnung, ob das Vorurteile sind oder nicht, aber irgendwie ist es immer so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Okay, finde ich so auch. Richtig geil sind. Ja, habe ich, aber das ist auch so wie mit Zigarren hier aus Bayern oder aus Italien oder sonst irgendwas. Ne? Also es ist immer irgendwie... Muss er einfach mal probieren. Ja, muss man im Endeffekt. Ne? Manchmal hat man dann Glück, wie jetzt. Ja. Na gut, so schnell werden wir sie nicht nochmal rauchen, weil gibt es ja nicht, aber... Ja, haben wir uns gefreut. Genau, vielen Dank nochmal. Vielen Dank dafür. Ja. Yes, thank you, sir. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Nächste Woche gleiche Welle. Macht's gut. Adieu. Tschö.